Today we need their world's support as much as ever. We need it to strengthen the voices of those suffering from atrocities. We believe that justice can only be achieved by millions of voices coming together. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu der Verleihung des IFA-Preises 2024. Mit dem IFA-Preis würdigt das IFA, das Institut für Auslandsbeziehungen, Personen oder Organisationen, deren soziales, gesellschaftspolitisches oder künstlerisches Engagement sich der interkulturellen Verständigung, den Menschenrechten und dem Einsatz für den Frieden widmet. Ich bin überzeugt, dass eins der wenigen Dinge, das dafür sorgt, dass Menschen nicht aufgeben angesichts eines solchen Unrechts, einer solchen Grausamkeit wie des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, die Aussicht auf Gerechtigkeit ist. Die Koalition Ukraine 5M ist Koalition von Menschenrechtsorganisationen, die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die während der russischen Aggressionen der Ukraine begangen wurden, sammeln und dokumentieren. Die Arbeit, die sie leisten, ist enorm wichtig und erfordert viel Kraft und Integrität. Dass wie die ukrainische Schriftstellerin und Intellektuelle Oksana Zabushko sagte, man kann nicht um Dinge trauern, von denen man nicht weiß, dass er sie gegeben hat. You make sure that crimes that have been committed and are being committed every day are not being forgotten. You make sure that we remember what is being done every day to Ukraine and its people. Dear representatives of the 5IM Coalition, your work can encourage people in Ukraine and all around the world. It gives hope to the victims of war crimes and violence and indeed to all of us. Ohne NGOs gäbe es keinen wirksamen Schutz der Menschenrechte. Weltweit treten NGOs auf und Menschen setzen ihr Leben auf das Spiel, um für die Freiheit zu kämpfen. Today we need their world's support as much as ever. We need it to strengthen the voices of those suffering from atrocities. Talk about our deported children, about our killed artists and destroyed cultural monuments. Pain and tears is what Russia leaves behind. We believe that justice can only be achieved by millions of voices coming together. Like a million drops creating an ocean. Every single one of you. And strengthen the voices of those waiting for liberation and waiting for accountability. Thank you.